Unser nächster Vortrag ist über Quantenkryptographie. Wir werden lernen, wie man die Quantenmechanik benutzen kann für Kryptographie. Und wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen Relativität machen, wie man ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert, die Kombination zwischen Quantenmechanik und Relativitätstheorie. Und heute unser Speaker ist Christian Schaffner, glaube ich. Herzlichen Applaus für unseren Speaker. Thank you very much. Herzlichen Dank. Christian Schaffner ist unser Speaker heute. Entschuldigung. Waiting for my slides. So, ich warte hier auf meine Slides und das sind sie schon. Ich arbeite bei Qsoft. Das ist eine Firma, die das ist ein Wissenschaftszentrum in Amsterdam. Und ich bin auch in der Universität Amsterdam und wir kollaborieren mit CWI. Und ich bin glücklich, dass ich heute hier sein kann. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über mein Forschungsfeld in der nächsten Stunde. Für den ersten Schritt setzt bitte eure 3D-Brillen auf. Oh, ihr habt keine mitgebracht. Das tut mir ziemlich leid. Aber das macht nicht so viel aus. Aber ich werde meine aufbehalten. Ready? Seid ihr bereit? Good. Sehr gut. So here we go. Also geht's los. In 1967 haben die ersten Menschen einen Fuß auf den Mond gesetzt, wie ihr vom Bild gesehen habt. Wir haben dieses Bild, wurde durch die NASA verbreitet. Aber vielleicht haben sie es auch gar nicht gemacht. Vielleicht glaubt ihr diesen Verschwörungstheorien aus dem Internet, dass das eigentlich nur in einem Hollywood-Studio gemacht und das eigentlich nur ein Fake war. Und das bringt uns zu der ersten großen Forschungsfrage, an dem ich arbeite. Wie kann man beweisen, dass wir wirklich an einem spezifischen Ort sind? Ich werde auf diese Frage zurückkommen, ein bisschen später in meinem Vortrag. Zuerst eine kurze Übersicht, was ich heute erzählen möchte. Wenn wir über Quantenkryptographie sprechen, müssen wir natürlich ein bisschen was über Quantenmechanik an sich machen. Das wird der erste Teil sein. Dann geht es auf zwei Applikationen. Das erste ist die sogenannte Quantum Key Distribution und das zweite ist Position-Based Kryptographie. Da kommen wir dann zurück auf diese Frage mit der Mondlandung. Also los geht's. Einführung in Quantenmechanik. Zum Zweck dieses Vortrags könnt ihr auf ein Qubit nehmen, das ist ein Quantenbind. Das kann man sich vorstellen als die Position eines Photons. Mathematisch gesprochen ist es ein Einheitsvektor in einem zweidimensionalen Hilbertraum. Wir machen es jetzt ein bisschen mehr praktisch. Photonen, das sind Lichtteilchen. Also wir haben eine Lichtquelle und wir werden einen Positionsfilter dazwischen schalten. Und die Richtung des Filters gibt uns an sich die Polarisation, also wenn wir diesen Filter umdrehen, ändert sich die Position. Und in Quantenmechanik ist es so, wir haben ein paar spezifische Namen, zum Beispiel die horizontale Direktion nennen wir den Null-Status. Das ist der Null-Status, den wir nennen so. Und diese Notation mit diesen Brackets drum, mit diesen Klammern, das so, die benutzen wir, damit wir das nennen. Ich benutze hier dieses Symbol, dieses runde Symbol mit den horizontalen Pfeilchen. Das soll unser Null-Status sein, unser Null-State sein. Die eigentliche Richtung ist eigentlich nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, ob es nach rechts oder nach links geht. Wichtig ist nur, dass wir diese horizontale Richtung haben. Es gibt auch eine Position, die ist orthogonal, das ist die 1-State. Hier werde ich auch mit diesen Punkten erstellen. Zusammen formen die eine Basis, eine orthogonale Basis von diesem Vektorraum. Und dafür brauchen wir dieses gelbe Symbol, wir nennen dieses komputationale Basis oder direktlineare Basis. Wir gehen jetzt hier ein bisschen mehr in die Praxis und wir bauen das jetzt. Das heißt, wir brauchen eine Lichtquelle. Wir sehen, wir haben hier Lichtquellen überhaupt. Wir haben sogar eine in meinen Händen. Dieser Laser hier ist eine absolut gute Lichtquelle. Jetzt brauchen wir eine Positionsfilter. Und das ist der Punkt, wenn man seine 3D-Bilder ausziehen kann. Und nächstes Mal, wenn ihr ins Kino geht, nehmt ihr mit nach Hause, weil das sind ziemlich praktische Dinge, die kann man auseinandernehmen und man kann die Positionsfilter rausnehmen und für unsere Experimente benutzen. Wenn wir das machen, können wir effektiv so ein Quantensystem putzen. Ich habe hier eine Lichtquelle mitgebracht und ich
Ich drehe jetzt diesen Filter und ich habe somit dieses System gebaut. Wenn jetzt ein Qubit nimm, es soll so gut sein wie ein normales Bit, wie es kennen. Wir haben hier Alice und Bob, unsere beiden Helden. Alice möchte kommunizieren mit Bob. Was sie jetzt machen kann, sie nimmt ihre Lichtquelle, benutzt diesen Motionsfilter, wie wir ihn haben, und schickt das zu Bob. Bob kann da ebenfalls einen Positionsfilter aufstellen, in dieser orthogonalen Art. Wenn er nur dieses Licht hat, dann sieht er gar keine Fotos. Das sagt Bob, er hat einen Null-Status kriegen. Er hat hier ein Experiment mitgebracht. Wir können jetzt zu der Kamera switchen. Ich habe hier diesen Laserpointer, einen anderen. Und ich leuchte mit dem jetzt hier. Ich habe hier kleine Polarbärchen für die Polarisationsfilter mitgenommen. Die kann man ziemlich günstig kriegen, wenn man jetzt Weihnachtszeug kauft. Hier ist der Laser. Ich leuchte jetzt durch diese Positionsfilter und wie wir sehen können, Alice schickt jetzt eine Null, weil dieser andere Filter hier ist 90 Grad gedreht. Und deshalb, wenn ihr keine. Und wenn ich dieses jetzt ein bisschen umdrehe, diesen Filter, dann sieht man, dass dieser Punkt viel heller wird. Es ist kein perfekter Filter, aber es funktioniert ziemlich gut. Das Licht ist aber fast weg. Man kann ja sehen. Wir gehen zurück zu den Slides, bitte. Wenn wir diese Technik benutzt, können wir klassische Informationen von Alice nach Bob schicken. Insbesondere wenn Alice die 1-Status schickt und wenn beide das richtig aufstellen, kann Bob Photons im Status 1 lesen. So können wir das System benutzen, um 1 und 0 zu schicken. Quantenmechanik machen wir eigentlich eine Messung. Alice schickt einen State und wir messen dann eine Messung in der computationalen Basis. Und was wir daraus ziehen, ist ein klassisches Bit mit 0 und 1 und das passiert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Wenn Alice hier diesen 1-Status schickt, mit einer Wahrscheinlichkeit 1, wird Bob eine 1 messen und nichts ändert sich in der Basis, in der Status. Wir machen jetzt etwas ein bisschen Interessanteres. Was man auch machen kann mit einem Qubit ist, wir können es nicht nur in diesen beiden Richtungen polarisieren, man kann auch Sachen dazwischen machen. Man kann diesen Filtern so ratieren, wie man möchte. Wir nennen diesen Status jetzt im 45 Grad. Wir nennen das jetzt Null-Status, aber in einer anderen Basis. Wir nennen das die diagonale Basis. Wir haben jetzt hier den Status 0 und die zwei Status. Und wir benutzen jetzt die rote Farbe, damit wir das markieren können. Also wieder den Null-Status und den 1-Status, ne, diagonale Basis. Zusammen formen sie das andere orthogonale System. Das heißt, dieser Null-State ist nichts anderes. Oder man kann das in linearer Gewalt, kann man das als linearer Kombination benutzen. Also wir renormalisieren die Summe von diesen beiden gemessenen Signalen und wir kriegen genau diesen Null-Status. Was wir hier haben, ist nichts anderes wie eine Superposition von 0 und 1. Also wir haben ein Qubit in einem Status, das gleichzeitig 0 und 1 ist. Also grundsätzlich, wenn wir diese diagonale Position benutzen. Was passiert, wenn wir das jetzt messen in der konventionalen Basis, in der gelben Basis? Was wir kriegen, ist ebenfalls ein klassisches Bit, aber was wir haben, ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also wir schicken dieses diagonal polarisierte Licht durch und Bob benutzt wieder seinen Filter, den wir vorher benutzt haben. Das heißt, die Hälfte des Lichts geht durch und wir haben das vorhin im Experiment gesehen. Das Licht ist schwächer geworden, das heißt ungefähr die Hälfte vom Licht ist durchgekommen. Ich müsste dieses Experiment jetzt mit einzelnen Photonen machen, aber das würde ich nicht sehen. Also was die Quantenmechanik uns erzählt, wenn wir das hier messen in der konventionalen Basis, dann kriegen wir ein zufälliges Bit. Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit 1,5 kriegen wir, nachdem wir die Null gesehen haben, ist das wirklich ein Null-Status. Auf der anderen Seite, wenn wir mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 haben, messen wir 1, dann werden wir den Status zum Status 1 wirklich messen. Also was wirklich rauskommt, ist wirklich polarisiert in diese Richtung. Lasst mir noch ein bisschen was mehr zeigen. Ich kann das hier wieder zeigen mit dem Experiment.
Sorry for all the work over there. Thanks a lot. So this same setup as before. Dasselbe Setup wie vorhin. Any pulse on the other side. Ihr seht hier jetzt keinen Puls auf der anderen Seite. Ich drehe hier wieder diesen Filter wieder weg. Was ich jetzt machen kann, ich nehme einen anderen Filter, einen zusätzlichen, und ich stelle den zwischen diese beiden Filter. Und was wir jetzt hier sehen, der Punkt ist wieder plötzlich hier, wenn ich ihn den Filter zwischen die anderen Filter stecke. Das ist etwas sehr Merkwürdiges. Nichts geht durch und jetzt stellen wir etwas dazwischen und jetzt ist der Punkt wieder da. Was passiert hier? Warum passiert das? Gehen wir zurück zu den Slides. Hier kommt die Erklärung. Wir haben hier angefangen mit diesem horizontal projizierten Licht. Wenn wir etwas 90 Grad gedrehtes dazwischen tun, passiert nichts. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben einen zusätzlichen Filter reingemacht und dieser Nullstatus, den wir hier gesehen haben, das können wir verstehen als Superposition vom roten und vom diagonalen Status nach rechts und links. Also es ist diese wieder diese Linearkombination, das ist die Superposition. Und wenn wir diesen diagonalen Filter dazwischen machen, messen wir genau in dieser Basis und kriegen dann daraus zum Beispiel den Nullstatus. Also wir lassen nur Licht durch in diese Richtung. Wie ich das vorher gesehen habe, ich habe damit den Status geändert. Also ich habe die Position geändert. Also zumindest die Hälfte vorne und die Hälfte geht durch. Also von dieser Horizonten haben wir jetzt in die diagonale Richtung. Und wenn ich wieder diesen nächsten Filter nehme, habe ich wieder die Superposition und ich habe ungefähr ein Viertel des Lichts, das jetzt wieder durchgeht. Also effektiv ändert die Messung den Zustand des Systems. Man kann das als Superposition von den anderen Zuständen interpretieren. Das ist die Magie von Quantenmechanik. Danke. Das hier ist ein schneller Überblick, was wir bislang gelernt haben. Hier gibt es diese Zustände, die kann man produzieren, das ist gar nicht so schwer, wie ihr gesehen habt. Was wir tun können, wir können die messen, wir können den einen in den einen Zustand messen und wir bekommen mit der Wahrscheinlichkeit den gleichen Zustand. Und wenn man das in einer falschen Basis misst, zum Beispiel in dieser diagonalen Basis, dann bekommt man mit der Wahrscheinlichkeit ein halb den Null und mit der Wahrscheinlichkeit ein halb den Nummer 1, Zustand 1. Mit dem können wir jetzt das Wunderland von Quantenmechanik betreten. Hier sehen wir das 1 und 0, was eine Superposition zwischen 1 und 0 ist. Das hier ist Schrödingers Katze, worüber ihr vielleicht gehört habt. Das ist ein Gedankenexperiment, wo man einen Qubit hat, was in einer Superposition zwischen 0 und 1 ist. Und in dieser Box ist ein Aufbau, der unabhängig davon, ob 0 oder 1 ist, wird ein Gift rausgelassen und dann ist die Katze tot. Wenn Position 0 ist, nichts passiert und die Katze lebt. Macht das nicht zu Hause mit dieser Box. Und dann sollte innerhalb dieser Box dieser Zustand auf den makroskopischen Zustand der Katze erweitern. Das ist natürlich noch nicht in der echten Welt beobachtet worden. Aber da gibt es Superpositionen von zum Beispiel Molekülen, aber nicht Katzen. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin. Mit diesen Sachen kann man natürlich auch Quantencomputer bauen. Da ist das Bild von dem größten Quantencomputer, den wir zurzeit haben. Der hat 9 Qubits. Das ist von der UC Santa Barbara und das ist von Google gekauft worden. Und da gibt es sehr viel Entwicklung in diesem Gebiet. Und ich werde mich heute auf das Gebiet hier unten basieren. Das ist, worauf mein Talk sich konzentrieren wird. Ich werde noch euch eine kleine andere Demonstration zeigen, ein kleines Experiment. Ich habe diese schwarze Box in meiner Hand. Das ist ein physischer, zufälliger Nummerngenerator, der sich über den USB-Port an einen Computer angeschlossen ist.
Und ich schalte jetzt zu der Anwendung, die dann zufällige Nummern erzeugt. Man kann die Seriennummer sehen, dann kann man auswählen, was man tun möchte. Welche Bits, zum Beispiel 1000 Bits. Und hier seht ihr die zufälligen Bits, die noch nie jemand zuvor gesehen hat. Thank you. Vielen Dank. So, wie funktioniert das? Wenn ihr zu der Webseite geht von dem Hersteller in Schwitzerland, dann werden sie euch erzählen, dass in dieser Box eine Lichtquelle ist, wie diesen Lichter, das Qubits aussendet, so wie wir die zuvor gesehen haben. Die werden auf einen semi-transparenten Spiegel geschickt. Das ist nichts Besonderes. Und was der Spiegel macht, er lässt entweder das Photon durchgehen oder es geht zur anderen Seite oder spiegelt es. Und das passiert ungefähr mit der Wahrscheinlichkeit 50%. Und dann gibt es dann noch ein bisschen Nachbearbeitung und dann bekommt man diese zufälligen Nummern am Ende. Das ist sehr interessant. Leider habe ich nicht mehr Zeit, in dieses Gerät tiefer einzugehen. So, da ist kein Quantencomputer hier drin. Das ist Technologie, die wir bauen können. Das Einzige, was wir dafür gebrauchen, ist Quantenkommunikation. Und das ist etwas, was wir heute machen können. Ich werde langsam jetzt zu der ersten Anwendung kommen. Und das ist Quantenschlüsselverteilung. Um das hier zu verstehen, muss ich noch eine weitere Sache erklären. Das ist das No-Cloning-Theorem. Das ist ein mathematisches Aussage, dass man einen Zustand hat mit diesem Fragezeichen. Der wählt einen von diesen vier Zuständen. Und das Ziel ist ein Doll machen. Das hier ist Dolly, das Sheep. So, wir wissen, wie man Schafe klont. Bloß das Ziel ist, einen unbekannten Quantenzustand zu kopieren. Und das Ziel ist, eine perfekte Kopie von diesem, einen perfekten Klon von diesem Zustand zu machen. Und was dieses Theorem zeigt, ist, dass es genauso eine Cloning-Maschine gibt, keinen unitären Operator, nichts in der Richtung. Macht das möglich. Und der Beweis ist ziemlich einfach. Ihr könnt das nach ein paar Stunden von linearer Algebra. Und weil dieser Kopiervorgang ist ein nicht-linearer Vorgang und nur lineare Vorgänge sind in der Quantenmechanik erlaubt. And somehow intuitively, like you're forbidden to make a copy, but you're forbidden by law, by nature. Es ist verboten von den Naturgesetzen aus eine Kopie zu erzeugen. Und das riecht schon ein bisschen nach Kryptographie und man sollte das benutzen. Und das werden wir jetzt tun. Die zwei Leute in 1984, Bennett und Brassett, haben diesen Schirm zwischen Alice und Bob. Da ist eine Quantumphase, wo Alice Quantum-Bits zu Bob schickt. Und dann schicken die über einen authentifizierten Kanal. Dann gibt es den Abhörer, der diesen Quantenteil von dieser Kommunikation abhören möchte. Und Eve kann abhören, was man da sieht, aber sie kann es nicht verändern, was sie da sieht. Das Ziel in diesem Aufbau ist, einen Schlüssel zu bekommen, einen klassischen Bit-String, der für beide Seiten gleich ist, für Alice und für Bob. Und das hieß, dass Eve das dann nicht diesen Schlüssel bekommen kann. Und ich erkläre euch jetzt gleich, wie es weitergeht, wie es genau funktioniert. Das lustige Sache ist, dass das nicht auf irgendwelche Berechnungsannahmen
ausgeht, wie Faktorisierung, diskrete Logarithmen und so weiter, wie in klassischer Kryptographie, sondern es funktioniert komplett ohne das. Und das, damit ist es möglich für alle Teilnehmer an der Kryptographie, eine symmetrische Schlüsselkryptographie zu benutzen. Das heißt, man generiert ein One-Time-Pad für die Entschlüsselung. Und als Übergriff habe ich diese Übersicht, diese Folie erzeugt. Und dann zeige ich alles, was auch zum Teil auch an diesem Kongress schon behandelt worden ist. Und hier zeige ich es, welche Kraft der Attack hat und effizientesten klassischen Angriff sagt, dass er das in polynomielle Zahl ausrechnen kann. Und das ist jetzt der Unterschied zwischen zu Quantenangriffen, wo die Quantencomputer begriffen. Das letzte ist das Everlasting Security, was bedeutet, dass man das dass man das nach einer bestimmten Zeit oder nach einer endlosen Zeit das entschlüsseln kann. Und alle klassischen Angriffe wie ESH und SH sind irgendwann brechbar. Da ist kein Angriff durch den klassischen Angriff. Leute haben rangeguckt und sind jetzt ziemlich sicher. Und sie sind ziemlich sicher gegen Quantenangriffe, wenn man lange Schlüssel oder lange Ausgaben benutzt. Und das andere ist natürlich dann wieder einfach eine lange Zeit, dann ist es möglich. Und dann, wie ihr gestern gehört habt, dann gibt es da Shor's Monster, das ist diese rote Box hier, was RSA oder diskrete Logarithmen brechen können. Also quasi jedes öffentliche Schlüsselsystem, was heute im Internet benutzt wird, kann man mit dem Shor-Algorithmus brechen. Aber dann kommen diese Post-Nach-Quanten-Krypto auf. Das, was hier gestern in einem Talk behandelt worden ist, sind Hash-based, Mac-Elise und Lattice-based Krypto. Und wir sind viel zuversichtlich, dass dieses auch Quantenangriffen widersteht. Und was mein Vortrag darauf eingeht, ist, was hier unten vorkommt. Und was hier passiert, ist, dass man mehr Technologie auf der ehrlichen Teilnehmerseite verwendet, um das einzubauen. Und wir können mathematisch beweisen, das heißt, wir müssen auf keine Annahmen vertrauen. Und hier seht ihr, die größte Annahme von diesem System ist, und dass der Angriffer handeln muss, während das Protokoll läuft. Und wenn er den Angriff nicht erfolgreich abschließen kann, dass dann der Schlüssel immer sicher ist, für alle Ewigkeit. Und man kann natürlich diese Technik benutzen und die mit einem mehr konservativen Ansatz verwenden. Alright, so let me explain you in a bit more detail how it works. Lass mich euch noch ein bisschen mehr im Detail erklären, wie das hier funktioniert. Dieses QKD-Protokoll. Alice nimmt einige zufällige Quantenzustände. Und sie verschlüsselt das in der jeweiligen Basis. Und so bekommt man für jede Position unten 0 oder 1. Und das ist, was dann Alice über den Quantenkanal zu Bob schickt. Und er weiß nicht, was diese Zustände sind. Und er weiß nicht, was die Basis ist, in der Alice das geschickt hat. Und dann muss er zufällig eine Basis zur Messung wählen und messt es darin. Und dann, er kann, sobald die Daten erreichen, ankommen, kann er sofort messen.
Wenn er die richtige Basis gewählt hat, dann bekommt er doch das gleiche Bit wieder raus. Wenn er aber in der falschen Basis gewählt hat, dann bekommt er nur ein zufälliges Bit. Was vielleicht mit dem, was Alice sich gedacht gewählt hat, übereinstimmt, aber vielleicht auch noch. Und Alice schickt dann über einen anderen Kanal zu Bob, welche Basis er sie verwendet hat. Und dann kann er sehen, ich habe die ersten beiden Sachen in der falschen Basis gemessen, also schmeißt sie weg, sie sind Mist. Und dann schickt er zurück an Alice, dass er die ersten beiden nicht richtig gemessen hat und schickt sie dann schickt das zurück zu Alice, sodass beide die ersten beiden wegschmeißen. Und das ergibt dann den Schlüssel, was hier 110 ist. Natürlich haben wir jetzt noch nicht den Abhörer berücksichtigt. Wie ich schon gesagt habe, Eve hat volle Kontrolle über diesen Quantenkanal. Klassisch gesehen könnte man einfach alles kopieren, was da durchfliegt, und es würde genau gleich sehen, also was Bob hat. Aber in der Quantenwelt ist es nicht ganz so einfach, weil man kann nicht einfach nur eine Kopie machen. Deshalb, und das ist jetzt der tricky part, die ehrlichen Player müssen jetzt testen, ob Eve da war. Weil Eve kann das probieren, eine Kopie zu machen, aber wir sehen, messen oder beobachten diesen Status, diesen Zustand zu messen, das ändert den. Also, das heißt, je mehr das Eve abhören möchte, desto mehr muss sie damit interferieren. Und deshalb werden da Fehler drin sein in dem überlebenden Teil. Und nun in dem nächsten Schritt, dass Alice und Beb durchgehen, müssen jetzt das vergleichen, wie viele Fehler sind ungefähr in dem überlebenden String. Und die werden das korrigieren, indem sie einfach klassische Fehlerkorrekturen durchführen. Und dann werden sie den nächsten Schritt machen, das nennt sich Privacy Amplification. Und sie werden das runtergehen. Und das heißt, sie müssen noch ein paar Bits opfern, weil sie wissen, also sie müssen noch ein paar Operationen durchführen, aber am Schluss werden sie einen kleineren Key überleben, von dem wir garantieren können, mathematisch, dass Eve nichts darüber weiß. Um das zu machen, ist es ziemlich tricky. Mathematisch gesprochen muss man einem ganzen Kurs folgen über Quanteninformationstechnologie, damit man das mathematisch wirklich beweisen kann. Aber intuitiv gesprochen ist es nicht ganz so schwierig. Wie ich bereits gesehen habe, das ist etwas, das wir wirklich machen können. Die ehrlichen Player, die müssen nur diese Fotos probieren, so wie ich das gemacht habe. Und Bob muss die eigentlich nur messen. Also technisch funktioniert das, wir brauchen keine Quantencomputer. Aber Eve hat es vielleicht, aber uns interessiert es nicht. Wir interessieren uns die ehrlichen Spieler. Und diese Firma, die das macht, die machen auch Quantum Key Distributions, die Sie hier auf dem Bildchen sehen. Das ist etwas, was man wirklich gehen kann in einen Laden und das kaufen kann, ist ziemlich teuer. Jedenfalls, diese Devices, die existieren, das heißt, die können auch gehackt werden. Also man kann gehen, das aufmachen und so sieht das aus von innen. Das ist jetzt ein etwas älteres Modell, aber dieses Shrek, so diese die schwarzen Boxen, die sind verbunden mit einer optischen Faser und kommerziell erwerbar. Also es gibt Leute, die hacken das. Das ist Vladimir Makarov. Er ist ursprünglich aus Russland, er ist jetzt in Waterloo, Kanada. Er hat ein Laboratorium, die das hacken. Sie öffnen diese und auch diese Zufallsnummerngeneratoren. Hier sieht man ein Bild von ihm im Camp in den Niederlanden, als er am Hacken war 2009, als er seinen kleinen Koffer mitgebracht hat. Seinen Abhörkoffer mit dem er dann diese QKD-System gehackt hat. Ich möchte nicht wissen, wie er damit durch den Zoll gekommen ist, aber er hat es gemacht. Er hat einige Geschichten darüber zu erzählen.
Das ist ungefähr der Zustand, also der State of the Art von der Quantum Key Distribution. Ich gehe jetzt langsam zum letzten Teil von meinem Talk. Ich möchte gerne zu dieser Frage zurückkommen. Erinnert euch an die Frage? Genau, es ging um den Mond. Woher, wie können wir beweisen, dass wir wirklich an einer gewissen Position sind? Normalerweise sind kryptografische Spieler in einem perfekten theoretischen Welt, benutzen diese Beweissachen wie geheime Informationen, wie Passwörter, geheime Schlüssel, die man an einem geheimen Ort aufbewahrt, oder authentifizierte Informationen wie ein Pass oder biometrische Informationen wie ein Fingerabdruck, so etwas, das einem auszeichnet gegenüber der ganzen Crowd hier in dem Publikum. Die Frage, die ich hier stellen möchte, kann eine geografische Position von einem Spieler genauso benutzt werden? Ist es möglich? Kann wir nur den Fakt benutzen, dass ich hier auf der Bühne stehe mit eigentlich sonst niemandem? Reicht das, um mich von euch zu unterscheiden? Zuerst, das klingt wahrscheinlich ein bisschen wie eine merkwürdige Frage, aber stellt euch vor, hier diese Bank zum Beispiel, wir gehen hier rein und wir sehen diese Personen, die da arbeiten, die wir noch nie vorher getroffen haben. Aber nur der Fakt, dass diese Person hinter dem Schalter steht, macht, dass ihr dieser Person traut für eure Finanztransfere und Anliegen. Natürlich, die Bank schaut, dass da nur vertrauenswürdige Leute hinter diesem Schalter arbeiten, aber trotzdem, es ist grundsätzlich dieser Platz, wo diese Person steht, macht diesen Unterschied. Vielleicht andere Applikationen. Seid ihr wirklich auf dem Mond oder sind wir nur in einem militärischen Kontext? Also zum Beispiel, als wir wissen, kommt so ein Signal, ein Kommando wirklich von einer militärischen Hauptquartier und nicht von irgendjemand anderem? Oder hier in diesem Kongress, wir möchten nur zu einer bestimmten Assembly kommunizieren möchten und ihr möchtet nur mit genau dieser spezifischen Assembly kommunizieren. Oder auch, es gibt auch dieses Pizza-Lieferproblem. Also wir möchten verhindern, dass es Jux-Anrufe gibt in Notfallstellen. Und es gibt noch viel, viel mehr. Probiert darüber nachzudenken, was es hier für Applikationen geben könnte. Also lasst uns das mal versuchen. Das ist jetzt etwas, das wir immer machen, wenn irgendeine neue Frage aufkommt. Wir abstrahieren jetzt zuerst mal diese kleinen Details. Wir versuchen das jetzt mal zu simplifizieren und wir fangen jetzt mit den Basics an. Ich werde jetzt hier annehmen, dass alle hier involviert in einer Dimension leben, auf dieser Linie. Das ist natürlich nicht realistisch. Wir leben in 2, 3, 4 Dimensionen. Aber wir nehmen jetzt an, wir leben alle auf dieser Linie. Wir haben diese Prüfer in der Mitte und der Prüfer möchte beweisen, dass sie genau an dieser Position ist. Das ist ein allgemein bekannter Platz und alle wissen, wo das ist. Was wir jetzt sicherstellen möchten, dass wir keine Koalition von falschen Prüferinnen, also niemand, der nicht an dieser Position sitzt, zum Beispiel hier, die böse Alice und der böse Bob, auch wenn die kollaborieren, sollten die nicht fähig sein, dass die Wildfires glauben, dass sie an dieser blauen Position sitzen. Es gibt noch mehr unrealistische Annahmen, zum Beispiel, die Kommunikation funktioniert auf Lichtgeschwindigkeit. Das ist meist natürlich nicht wahr. Auch wenn wir optische Fasern benutzen, ist es auch weniger als Lichtgeschwindigkeit. Und ich nehme auch an, dass die Berechnungen sofort passieren. Wir brauchen keine Berechnungszeit. Das ist auch nicht wahr. Und ich nehme an, dass die Verifiers einen eigenen Kanal haben zum Koordinieren und Kommunizieren. Wir versuchen das jetzt mal so. Der erste Punkt, die Zeit geht hier runter. Und wir haben das Protokoll. Eins nimmt jetzt ein beliebiges X
und schickt das zur Prüferin. Die Prüferin fragt jetzt, ist jetzt gefragt, das zurückzuschicken, das sie macht. Der Verifier misst jetzt die Zeit, was es gebraucht hat, dass es extra kommt. Das nennt man Distance Bounding, weil es erlaubt uns, eine Obergrenze zu finden. Also wenn die Prüferin weiter weg ist, braucht es länger, bis die, bis die Nachricht bei der Prüferin ist, bis sie wieder zurück ist. Das heißt, wir haben eine Maße für, wann die ankommt. Das heißt, wir haben eine Obergrenze ungefähr, wo die Prüferin sitzt. Wir machen das auch von der anderen Seite mit einem anderen beliebigen String Y und die Prüferin schickt das auch zurück und wir messen die Zeit wieder. Und damit sind wir hoffentlich fähig zu sagen, wo die Prüferin sitzt. Schauen wir, was passiert, wenn die böse Alice und der böse Bob da sitzen. Es ist nicht schwer zu sehen, das Protokoll kann geschlagen werden. Was sie jetzt machen können, Alice kann jetzt hier dazwischen schalten und weil sie weiß, wo die blaue Linie ist, also wann die Prüferin das zurückschicken würde, wartet sie jetzt einfach eine gewisse Zeit und schickt dann das Informationspaket zurück. Und Bob macht genau dasselbe. Er schaltet sich dazwischen und wählt das Paket und schickt es dann später. Für die Verifier schaut das genauso aus, als wirklich die Prüferin in der Mitte sitzt. Das heißt, sie können diese Situation nicht auseinanderhalten, ob jetzt hier eine Attacke stattgefunden hat oder nicht. Das heißt, das Protokoll ist gebrochen. Ein zweiter Versuch. Wir schicken dieses X und Y wieder, so wie vorhin, ein klassischer Input. Und die sollen so ankommen, dass die an derselben Zeit bei der Prüferin ankommen. Und die Prüferin soll jetzt eine Funktion durchführen. Das zum Beispiel soll die Prüferin schauen, dass X dasselbe ist wie Y. Das kann eine absolut beliebige Funktion sein, die einfach zu warten ist. Und die Prüferin schickt dann das Resultat der Funktion zurück zu den Prüfern. Diese schauen, wie lange dauert es, bis es zurückkommt. Also wir sagen, berechnen braucht keine Zeit, das heißt, es passiert direkt. Und dann hoffen wir, dass das funktioniert. Wir versuchen es jetzt mal zu brechen. Alice und Bob sitzen jetzt hier. Was die jetzt machen müssen. Ja, Suspense. So, Alice schaltet sich jetzt hier wieder zwischen. Sie nimmt jetzt das X, sie kopiert es. Das ist ein klassischer String, das kann sie machen. Das heißt, sie kann eine Kopie machen für sich selbst und schickt die andere Kopie rüber zu Bob. Und Bob macht dasselbe mit seinem Y. Er macht eine Kopie, behält die und schickt die andere zu Alice. Und jetzt an der richtigen Zeitpunkt kommen die genau an und sie können diese Funktion berechnen. Diese Funktion ist bekannt. Alice kann das prüfen, ob jetzt das zum Beispiel X gleich Y ist, kann das berechnen und schickt das in der richtigen Zeit zurück zum Verifier. Also wir haben wieder das Protokoll komplett gebrochen. Es zeigt sich, das ist ein generelles Problem. Es gibt kein klassisches Protokoll, das dieses Problem löst. Eine Positionsverifikation ist klassisch unmöglich. All diese Referenzen sind übrigens Hyperlinks. Wenn ihr das runterlässt, könnt ihr die Paper lesen. Und da steht auch, dass es ein generelles Problem ist. Es gibt kein klassisches Protokoll, das hier sicher ist. Das geht nicht nur in einer Dimension, das geht in allen Dimensionen. Man kann immer die Attacker so platzieren, dass es funktioniert. Und die können das immer miteinander austauschen und die können dieselbe Funktion immer so machen, wie das die Prüferin machen würde. Und so sieht es aus für die Verifier, als ob da wirklich die Prüferin sitzen will. Jetzt gucken wir uns die Attacke an. Also Alice hat ja diese Kopie von X und zählt es mit BEP und berechnet diese Funktion. Das braucht ein Kopieren von klassischer Information. Und wir haben gesehen, es gibt ein Quanten-Non-Cloning-Theorem. Das heißt, es ist nicht möglich. Das heißt, vielleicht sollten wir mal Quanteninformationen verwenden, damit es unmöglich wird, für Alice und Bob diese Kopieren durchzuführen. Also versuchen wir das mal. Wir nehmen jetzt das folgende Protokoll. Der erste Verifier sendet schicken wir ein beliebiges Qubit. Sagen wir jetzt, dieses Fragezeichen steht wieder für diesen vier Quantenzustände. Das wird geschickt durch diesen Quantenkanal. Und zwar so, dass es auf der anderen Seite wird ein klassisches Bit geschickt. Das wird gleichzeitig jetzt wieder ankommen. Wenn B ist 0 ist, dann
soll die Prüferin das Qubit einfach zurückschicken zum ersten Mailfall. Der wird das messen, die Zeit messen, schaut, ob das dasselbe ist, was er geschickt hat, und sagen wir mal, das ist kein Problem. Wenn das Bit 1 war, dann soll die Prüferin das einfach durchlassen. Und zwar durchlassen zum Prüfer Nummer zu Verifier 2. Das ist das Protokoll, das ich euch zeigen möchte. Und wir versuchen jetzt mal zu brechen. Das ist das Spiel, das wir jetzt spielen möchten, als Alice und Bob. Also Alice hat jetzt das Q-Bit und Bob hat das normale klassische Bit. Und das ist dasselbe, wenn B0 ist, dann muss Alice das Qubit haben, wenn B1 ist, dann muss es umgekehrt sein. Also Bob macht die Kopie, schickt das Side-Bit weg. Alice hat jetzt ein Problem. Wegen des Non-Cloning-Theorems muss sie jetzt hier eine Kopie zu versuchen machen, was sie nicht kann. Weil sie das heißt, bei der das heißt, sie muss hier sofort entscheiden, was sie tut. Aber sie weiß nicht, ob das Bit 1 oder 0 ist, weil es braucht eine gewisse Zeit, damit das Bit zu ihr geflogen ist. Also könnt ihr es jetzt raten. Sie können jetzt sagen, das Bit ist jetzt 0 oder 1. In der Hälfte der Fälle würde sie richtig raten, dass das Bit 0 oder 1 ist, aber in der anderen Hälfte der Zeit hat sie falsch geraten. Dann braucht Bob das Qubit. Und dann ist es zu spät, weil es würde bei Bob würde es zu spät ankommen und dann der Verifier würde es merken. Das sieht aus, als ob das sicher wäre, weil hier so eine Wahrscheinlichkeit ist, dass es einfach schief geht. Also eine Null-Wahrscheinlichkeit, dass die Verifier wissen, dass da eine Attacke ist, gegenüber der mit den ehrlichen Prüferinnen in der Mitte, die immer funktionieren. Das war jetzt sehr einfach, das ist einfach drin. Genau. Und es gibt, wenn wir das immer wieder wiederholen, wenn wir das 100.000 Mal machen, an irgendeinem Punkt merken wir, dass die Verifies werden diesen Fehler sehen und feststellen, dass da ein Attack stattfinden kann. Das ist das, was wir denken. Es stellt sich raus, so ist es nicht. Man kann dieses Protokoll brechen und zwar auch perfekt. Das war eine ziemlich große Sache. Um das zu verstehen, wie das gebrochen wird, muss ich jetzt ein bisschen mehr erklären. Zwei Dinge. Das erste muss ich erklären, was EPR-Paare sind. Das ist eine magische Quelle, die es Bob haben. EPR-Paare, die sind benannt nach diesen drei Herren. Eins sind Podolsky und Rosen. Das sind Paare. Das ist der Grund, warum man die Paare nennt. Wie ihr seht, wir haben diese Pfeile hier. Also das ist so ein gemixter Zustand. Und wir haben hier diesen magischen Kleber dazwischen. Da gibt es einen Zwischenzustand. Man nennt das einen verschränkten Zustand, verschränkte Qubits. Es ist möglich, diese zu generieren. Also Alice kann die so präparieren und kann eins nehmen und kann das andere abgeben. Die können auch sehr weit voneinander weg sein. Das spielt keine Rolle. Die können an derselben Reihen werden die generiert und werden dann getrennt. Zum Beispiel über eine Glasfaser. Das kann hunderte Kilometer sein. Aber die sind immer noch miteinander verschränkt. Und was bedeutet das? Wenn jetzt Alice geht und misst ihr Qubit, zum Beispiel in der gelben Basis, und weil dieses Qubit noch nicht genau weiß, das wird jetzt ein beliebiges Bit sein, mit der Wahrscheinlichkeit 1 ist es 0, das wird kollabieren, mit der Wahrscheinlichkeit 1,5 wird der Zustand zu 1 kollabieren. Aber das Lustige daran ist, gleichzeitig, wenn Alice diesen Zustand gemessen hat, kollabiert es auf der Seite von Bob. Das ist diese EPR-Magie. Das ist dieses Lustige daran. Einstein hat das selbst spukhafte Fernwirkung genannt. Und Einstein war davon gar nicht begeistert. Was bedeutet es jetzt hier? Wenn jetzt Alice hier eine Null misst, dann hat auch Bob einen Nullzustand. Und wenn er das jetzt nochmal misst, in dieser gelben Basis, wird er mit einer Wahrscheinlichkeit 1 den Output 0 kriegen. Also er wird genau dasselbe Bit messen wie Alice vorher. Für Einstein war das so, das ist nicht gut. Das scheint sich irgendwie zu widersprechen mit der Realitätstheorie. Das stimmt nicht, weil er hat nicht ganz verstanden, was da passiert, weil die erlauben uns nicht, Informationen zu kommunizieren. Das gibt uns nur ein geteiltes, beliebiges Bit. Und wenn Bob das misst, wird er dasselbe zufällige Bit kriegen wie Alice. Das ist einfach ein geteiltes
zufälliges Bit. Das ist nicht Information, die Alice vorbereitet hat und das zu Bob gesandt hat. Es wird ein zufälliger Zustand sein. Und das ist der Unterschied zwischen Informationssenden, zwischen Alice und Bob und das Kreieren von diesen korrelierten Bits. Das ist vielleicht schwierig zu verstehen, aber kein Problem. Also auch die sehr schlauen Leute hatten Probleme mit. Also wenn ihr das zum ersten Mal seht, kein Problem. Es ist okay. Wenn wir das haben, können wir sowas machen wie eine Quantenteleportation. Wir machen jetzt nicht die Star Trek Version, wir machen das, so wie die Leute das hier vorgeschlagen haben, 93. Das funktioniert folgendermaßen. Sagen wir, Alice und Bob haben so ein EPR-Paar. Das wurde gezeigt, das Experiment, das funktioniert effektiv. Die teilen jetzt dieses EPR-Paar und dazu hat Alice jetzt ein unbekanntes Qubit vorbereitet. Dieses Qubit, in diesem Fragezeichen, das, und sie möchte das gerne zu Bob schicken. Sie möchte, dass Bob das am Schluss auf seiner Seite hat. Was sie jetzt machen kann, sie kann eine einigermaßen komplizierte Messung machen auf diesen beiden Qubit. Das ist eine sogenannte Bell-Messung. Das ist eine Messung an beiden Qubits. Also einerseits die Hälfte von diesem Paar und ihr eigenes Qubit. Das Resultat von dieser Messung ist ein klassisches Ergebnis. Also es sind zwei beliebige Bits, 0, 1, 2 oder 3. Und durch Magie, durch Verschränkung, wird dieses Qubit auch ankommen bei Bob. Es wird in einer verschlüsselten Version, oder in einer Art kommen. Das ist so ein bisschen das Analogon zum One-Time-Pad, das wir kennen. Das ist sozusagen das Quanten-One-Time-Pad. Und wenn Alice hier dieses klassische Bit, dieses Sigma, zu Bob schickt, kann er dieses verschlüsselte Signal kann er dann entschlüsseln und kriegt das originale Qubit, das Alice vorbereitet. Das ist das die Grundlage der Quantenteleportation. Das heißt, wir brauchen dieses verschränkte Paar, wir brauchen die Bell-Messung und dieser Outcome von dieser Messung geht dann raus zu Bob. Und dann können wir diese Verschlüsselung rückgängig machen und können dieses ursprüngliche Qubit wieder sichtbar machen. Das ist kein Widerspruch zur Realitätstheorie, weil der Kollaps hier passiert nicht sofort, denn die Messung dieses ursprünglichen Qubits können wir erst machen, nachdem wir dieses Sigma von Alice gekriegt haben. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Zeit. Also dieses Sigma muss zuerst von Alice zu Bob geschickt werden. Wir haben keine Information, die schneller wie die Lichtgeschwindigkeit verschickt wurde. Wenn wir das jetzt hier wissen, können wir jetzt dieses Protokoll brechen. Wir haben hier die Attacke. Alice hat hier Qubit, Bob hat das Bit. Das Bit soll bei Alice ankommen, wenn es 1 ist, und wenn das Bit 1 ist, soll es bei Bob bleiben. Wenn wir jetzt diese verschränkten Qubits benutzen, ja, warum sollten sie das nicht tun? Die können die einfach vorbereiten. Dann können sie dieses Protokoll absolut brechen, wenn sie diese Quantenteleportation benutzen. Alice macht diese Teleportationsmessung und diesem Qubit, das sie hier hat, zusammen mit dem ersten Bit von unserem verschränkten Paar. Das wird das verschränkte Teilchen zu Bob bringen und werden hier dieses ursprüngliche Qubit und das ist, wie erwähnt, verschlüsselt und das schickt Alice dann diesen Weg entlang. Bob hat das Bit. Das heißt, er weiß, ob er das Qubit behalten soll oder nicht. Das heißt, er wartet entweder auf den Schlüssel und kann das entschlüsseln und dann hat er das richtige Qubit auf seiner Seite. Wenn das Bit 0 war, dann wird er es zurück teleportieren, also er macht genau dasselbe nochmal und schickt dieses Qubit, dass es wieder so bei Alice ankommt. Also ist es am richtigen Ort, also ist es sozusagen doppelt verschlüsselt bei diesen beiden Messungen. Aber da ist genug Zeit, dass diese klassische Information bei Alice ankommen. Er schickt es weiter. Das heißt, er würde den Output von dieser Messung und da lernt sie dann, das B ist 0, das heißt, ich muss das zweite Qubit angucken. Und ich muss diese Verschlüsselung rückgängig machen. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich das richtige Qubit. Damit haben wir das Protokoll absolut gebrochen. Für die Verifier sieht das so aus, als ob da alles in Ordnung wäre und niemand in der Mitte sitzen würde.
Gibt es da Protokolle, die nicht gebrochen werden können? Und hier ist das eigentlich das Hauptresultat in dieser Forschungsfeld. Es gibt kein solches Protokoll. Was wir gezeigt haben, ist das sogenannte No-Go-Serum in 2010, dass egal welches Positionsverifikationsprotokoll kann gebrochen werden, wenn man eine große Nummer von verschränkten Qubits benutzt. Mit den genügend Ressourcen kann man jedes Protokoll brechen. Wie immer, es gibt die Frage in der Forschung. Wir haben eine Frage. Es führt immer zu neuen Fragen. Die Frage ist, braucht man wirklich so viele Ressourcen, um das zu machen? Aber gibt es ein Protokoll, sodass es einfach ist, es zu benutzen, wenn man nur ehrliche Player hat? Aber wenn wir eine Attacke haben, braucht sehr viel Verschränktheit. Weil das wäre sehr gut. Weil dann haben wir ein an sich sicheres Protokoll. Und das ist eine der großen Forschungsfragen, an denen ich jetzt gerade arbeite. Und ich möchte euch gerne einladen, auf meine Homepage zu schauen, die ihr finden könnt. Ich denke, das bringt mich jetzt langsam zum Ende. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt in diesem Vortrag. Zuerst haben wir gelernt über Quantenmechanik, was Qubits sind. Wir haben gelernt das No-Cloning-Theorem. Wir haben etwas über Verschränkung gelernt. Und wir haben am Schluss die Quantenteleportation gesehen. In der ersten Applikation habe ich über die Quantum Key Distribution gesprochen, im Kontext, wie das funktioniert. Das zweite war diese positionsbasierte Kryptographie. Momentan eine sehr aktive Forschungsfeld. Das hängt ab, ob wir genug verschränkte Qubits haben und wir können es nicht sprechen, wenn wir nicht genug davon haben. Ich danke euch sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit. We now have some minutes left for Q&A, so please line up at the microphones. This is an exceedingly well-mic'd room, so you have 8 microphones. When you leave, this is very annoying for the people on the stream. Also, the people in the stream, if you're on the ISC channel or on Twitter, you can just ask questions there. We do have an internet person here that will read your questions. Microphone number 2, please. Hello. Hallo. Danke für den tollen Vortrag. Ich habe eine Frage betreffend die Quantenschlüsselverteilung. Nutzen Leos Machines und du hast gesagt, dass die hackbar sind. Und von meinem Verständnis ist, dass dieses Hacking nicht in dem Quantenpaar teilnimmt, sondern mit der spezifischen Implementation auf der klassischen Seite, in den klassischen Kanälen. Ja, natürlich. In jedem System, das wir implementieren, können wir zeigen, irgendwie diese Sicherheit verbessern mit besseren mathematischen Methoden. Wir müssen sicherstellen, dass wir die Realität modellieren. Und die Realität ist viel komplizierter. Das heißt, wir müssen da Fotodetektoren benutzen. Und in diesem speziellen Fall war es der Fotodetektor, den wir attackiert haben. Er hat die Detektoren geblendet, indem er eine sehr große Menge Licht reingeschickt hat, weil die sind sehr sensitiv, weil die sind eigentlich für Einzelphotonen ausgelegt. Und dadurch hat er alles aus dem Modell herausgerissen. Also es ist wirklich eine Attacke an der eigentlichen Implementation. Aber grundsätzlich kann ich sagen, das ist die einzige Art, wie man das machen kann. Irgendjemand muss diese Maschinen bauen und irgendjemand macht eine Attacke. Und das ist so ein Zyklus. Also Dinge werden immer besser und besser, indem wir die untersuchen. Just a quick note to the people leaving right now. This talk is going on for like 3 more minutes. So please just wait 3 more minutes and stop being very annoying to everybody. Thank you. Internet, please. Frage aus dem Internet. Erste Frage. Kann man da irgendwas zu Hause machen mit begrenztem Budget? You can definitely run this little experiment. Man kann diese kleinen Experimente machen, wie ich das gemacht habe. Du kannst sehr viel Spaß haben mit diesen polarisierten Glasteilen. Aber
Aber in der richtigen Kryptographie ist es wirklich schwer, weil damit man diese Sicherheitstests machen, muss man wirklich auf einem Einzelphoton-Level arbeiten und das ist sehr schwer zu handeln. Also da braucht man wirklich ein entsprechendes Labor. Microphone number one, please. So one comment. Ein Kommentar über Quantentag gestern. Wenn du IIS benutzt oder jegliche Authentifikationsmethode, wenn du deinen Überblick battles hattest, dann zeigst du, wenn du das convinced, dass das eine weiß, das andere nicht, und das ist nicht true. Mein zweiter Kommentar ist, wie ist über die mobile Kommunikation, wie ist über die meistgenutzte WLAN-Kommunikation? Also zuerst über diese erste Frage. Ich glaube, wir sollten das zusammen diskutieren. Der zweite Kommentar, natürlich. In dieser Frage, die Forschung ist hier, ich mache jetzt hier eine sehr starke Annahme. Grundsätzlich, wie ich das gesagt habe, ich nehme irgendwelche Fake-Prüfer und es klingt nicht wirklich wie ein realistisches Modell, also wie ein reale Welt-Szenario. Into the mic, please. I'm speaking into the mic. Okay. I'm not talking about the second part, I'm talking about like... Ich spreche über den ersten Teil. Was würde Schlüssel-ID geben mir für den mobilen Teil? It's quite... Es gibt eine große Nachfrage auf der Hardware-Frage für diese Protokolle. Es gibt natürlich Bestrebungen, das alles zu verkleinern, dass man vielleicht einen Teil wirklich tragbar machen kann. Und die beste Add-on bisher ist diese sogenannte Everlasting Security. Also man muss wirklich eine aktive Attacke machen an diesem Punkt, wo es ausgetauscht wird. Und wenn man da nicht erfolgreich ist, dann ist der Rest eigentlich, die Sicherheit ist dann garantiert. Mikrofon 4. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber man braucht dafür eine direkte Linie dafür, dass die hier funktioniert. Wenn man halt irgendwas wie Routers dazwischen hat, dann würde es nicht funktionieren, weil man das auslesen möchte und kopieren muss. Nur um das so klar zu machen, sprichst du über den ersten oder zweiten Teil? Über beide. Also für die Quantenschlüssel austauschen, da macht das nicht so einen großen Austausch. Das funktioniert auch, wenn man das um Ecken führt, wenn man da optische Faser nimmt. Im zweiten Teil ist das ein bisschen schwieriger. Es ist immer eine Frage über das Timing, also man muss das mehr realistische Settings benutzen, weil wir sind nicht kommunizierend auf dem Level von Lichtgeschwindigkeit. Es wird zusätzliche Probleme geben. Also wir brauchen da mehr Arbeit, dass wir da ein realistisches Setting haben, weil wir da nicht eine gerade Linie haben. Wir haben da Ecken drin. Das heißt, wir haben nicht nur eine spezifische Position, sondern vielmehr ein Intervall, wo jemand sitzt. Aber das sind Fragen, an denen wir gerade wirklich forschen. Wir versuchen, das zu modellieren und so zu untersuchen. Hallo. Ich glaube, Tanja hatte eine ähnliche Frage. Aber du sagst, dass es keine Berechnungsbeschränkungen dafür gibt. Aber man braucht diesen authentifizierten Kanal. Und man macht es mit klassischer Kryptographie, mit AES. Oder... Also man hat mal wieder die Berechnungsannahme wieder. Daher glaube ich, das Ganze im Kreis läuft. Man versucht zu ersetzen, was im IIS-Verschlüsselung funktioniert und benutzt dann eine Hash-Funktion oder ähnliches. Oder irgendeine traditionelle Kryptographie, um das funktionabel zu machen im ersten Fall. Ich glaube, es ist eine sehr teure Lösung für ein nicht existierendes Problem. Also grundsätzlich braucht man nicht diese konventionelle Schemen. Aber du hast also recht, wir brauchen diese Schlüssel. Was wir nie verhindern können, dass Eve diese ganze Konvention blockiert. Wenn das passiert, dann kann sie einfach dazu führen, dass wir keine Keys mehr haben. Aber was das macht, aber das habe ich bereits gesagt, man muss
wirklich aktiv sein in dem Moment des Austauschs. Und das ist so das Upgrade zu diesen klassischen Schemen. Leider haben wir keine Zeit mehr. Wir danken dem Speaker noch einmal. Ihr habt die Versetzung des Vortrags.